Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Es ist schon vieles gesagt, deshalb will ich mich ein bisschen mal mit dem Produkt Palmöl beschäftigen. Es sind etwa 30% im Marktanteil, der das Palmöl weit mittlerweile vor dem Sojaöl liegen lässt. Und es sind tatsächlich im Jahre 2015 bereits knapp 60 Millionen Tonnen pro Jahr produziert worden. 85% davon alleine aus Malaysia und Indonesien. Und die Anbauflächen dort haben sich seit 1990 verzehnfacht. Das zeigt die Dimension, über die wir hier reden. Laut WWF plant alleine Indonesien, die Plantagen bis 2025 auf etwa 20 Millionen Hektar zu erweitern, die Hälfte davon auf Borneo, was dann alleine 13% dieser Insel ausmachen würde. Auch eine enorme Dimension. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bedarf an pflanzlichen Ölen, Speiseölen und Fetten steigt weiterhin stark an, und das besonders in Asien und Afrika, weniger in Europa. Dort werden gerade Palmöle aufgrund der ausgezeichneten klimatischen Stabilität der Speisefette verwendet. Palmölprodukte haben besondere energetische Eigenschaften, die sich auch hinsichtlich Nachhaltigkeit und Erneuerbarkeit von Energie besser nutzen lassen. Die im Antrag der Grünen genannten 1,9 Millionen Tonnen Verbrauch, ich nehme an, das ist eine aktuelle Zahl, Herr Kekeritz, machen allerdings gerade für europäische Kraftstoffe 3% des Weltverbrauches aus. Der Biodiesel mit Palmölanteil erreicht dabei hohe Cetanzahlen und wies in Fahrversuchen bis zu 45% weniger Partikelausstoß und bis zu 20% weniger Stickoxide auf. Ein weiterer Vorteil hier sind die geringeren Kosten für die Herstellung, die bei rund einem Viertel gegenüber anderen Biodieselarten liegen. Außerdem hat die Ölpalme unter den Ölpflanzen mit durchschnittlich 3,7 Tonnen pro Hektar den mit Abstand höchsten Ertrag, und damit ist er am flächensparendsten. Das ist 5-mal höher als der Ertrag von Soja und 3-mal höher als der bei Raps. Das geht übrigens aus einem aktuellen Informationsblatt auch des WEF hervor. Palmölprodukte haben darüber hinaus besondere gesundheitliche Eigenschaften. Sogenanntes rotes Palmöl enthält eine ungewöhnlich hohe Konzentration von Carotin und Vitamin E, und bereits ein Esslöffel enthält mehr als die empfohlene Tagesdosis. Ein Schwachpunkt ist jedoch der hohe Anteil an gesättigten Fettsäuren. Diese können sich bei übermäßigem Verzehr negativ auf die Blutfettwerte, vor allen Dingen auf das Cholesterin, auswirken. Auch eine Schädigung von Gefäßwänden kann dadurch entstehen. Folge kann Begünstigung von Gefäßverkalkung sein. Das trifft allerdings auch auf andere pflanzliche Öle und Fette zu. Palmölprodukte haben besondere Lebensmitteleigenschaften. Es eignet sich wie kaum ein zweites pflanzliches Fett gut zum Erhitzen, da darin kaum mehrfach ungesättigte Fettsäurereste gebunden sind, die sich beim Erhitzen in bedenkliche Fettsäurereste umlagern könnten. Palmkernöl ist bei Raumtemperatur fest, bei Körpertemperatur schmilzt es dann jedoch recht ab und hinterlässt beim Essen im Mund einen angenehmen Effekt. Es findet daher bei uns zu einem großen Teil Verwendung bei der Herstellung von Margarine oder auch zu hochwertigen Spezialfetten für die Süßwarenindustrie. Zudem wird es aufgrund seiner Schmelzeigenschaften für Eiscremes, für Schokoladen, Toffees und Karamell verwendet. Palmkernöl hat besondere grundstoffliche Eigenschaften. Es wird für die Herstellung von Tensiden, den waschaktiven Stoffen in konventionellen sowie ökologischen Reinigungsmitteln, eingesetzt. Alle Wasch- und Reinigungsmittel erhalten Anteile von zwischen 3% und 30% Tenside, welche entweder aus Erdöl hergestellt werden oder aus pflanzlichen Ölen, hauptsächlich aus Palmkernöl. Mit immer größeren Anbauflächen, besonders in Asien, sowie dem Trend zu nachwachsenden Rohstoffen, ist der Anteil von Tensiden auf Palmölbasis stark zunehmend. Palmöl ist Basis in Wasch- und Reinigungsmitteln, derzeit nicht deklarationspflichtig, das ist richtig, und wird daher auch nicht explizit bei den Inhaltsstoffen erwähnt. Wenn Sie, liebe Kollegen von den Grünen, die Deklarationspflicht für Tenside, die aus Palmöl hergestellt werden, fordern, dann müssten Sie dies auch für Tenside aus Erdöl einfordern. Ich bin mir nicht sicher, ob sich die Verbraucher im Sinne Ihres Antrages entscheiden würden, wenn sie die Wahl hätten zwischen Pflanzenöl- oder erdölbasierten Produkten. Und vor allen Dingen wüsste ich auch gerne mal, wie Sie sich selber entscheiden würden, wenn Sie da die Wahl zwischen hätten. Palmölfette haben derart besondere Eigenschaften, dass sie tatsächlich ohne Qualitäts- oder Geschmacksverluste kaum durch andere Produkte ersetzt werden können. So mancher süße Brotaufstrich wäre ohne Palmfett krümelig oder würde schnell ölig ranzig, und Biodiesel wäre nicht marktfähig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gemessen am aktuell tatsächlichen Palmölverbrauch in all diesen Produkten ist ein Verzicht auf Palmkernöl als Rohstoff unmöglich. Ich glaube, da sind wir uns einig.
Wenn Palmöl jedoch zu großem monokulturellen Maßstab führt und in diesem Maßstab angebaut wird und tropischer Regenwald vernichtet wird, dann sind die Auswirkungen auf die Umwelt mehr als negativ. Dazu tragen jedoch weniger unsere Verbrauchsgewohnheiten bei, sondern neben dem erheblichen Bevölkerungswachstum auch die Regelungen der Herstellerstaaten in Asien und Afrika. So muss seit 2007 in Malaysia 5% des verkauften Diesels verästertes Palmöl enthalten. Zudem unterstützt die malaiische Regierung aufgrund steigender Mineralölpreise den Bau von Palmöl-Biodieselanlagen im Land. Liebe Kollegen der Grünen, Sie haben vollkommen zu Recht in Ihrem Antrag auf die Missstände in der Palmölproduktion hingewiesen, schießen aber in den üblichen Punkten über das Ziel hinaus. Das gilt zum Beispiel wieder für die Kennzeichnungspflicht, die nicht wirklich helfen, sondern wieder nur verunsichern würde, und besonders bei Ihrem Lieblingsschwerpunkt, lieber Kollege Kekkeritz, der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass es zur produzierten Menge an Palmöl auch in der Zukunft keine Alternative gibt. Das geht tatsächlich nicht alleine in kleinbäuerlichen Strukturen. Und da werden Sie auch bei den Herstellerländern keine Unterstützung finden. An diesem Punkt werden Sie das Rad nicht zurückdrehen. Palmöl an sich ist in der Verwendung bei uns kein problematisches Produkt. Im Gegenteil, daher ist tatsächlich der wichtigste Ansatz, in den Herstellerländern zu legen. Sie können hier völlig sicher sein, dass wir als Regierungskoalition an jeder erdenklichen Stelle in der Entwicklungszusammenarbeit und gerade bei der Umsetzung der Projekte über GIZ, KfW und DEG wie bisher immer in dieser Legislatur darauf achten werden, dass es wo immer möglich ein faires Einbinden der lokalen und staatlichen Strukturen des Partnerlandes gibt und das auf Augenhöhe. Dazu stehen wir in dieser Bundesregierung. Und Punktlandung noch 5 Sekunden. Als letzter Redner wünsche ich Ihnen allen eine schöne Sommerpause. Wer noch Urlaub hat, einen schönen Urlaub und viel Freude im Wahlkreis. Vielen Dank.